Willkommen zurück zu Darksiders. Und im letzten Part haben wir Samael das erste Herz übergeben. Und dann haben wir noch eine neue Fähigkeit erhalten. Und zwar können wir wieder unsere Chaosform annehmen. Aber ich habe die noch nicht ausprobiert. Nur weil ich jetzt nicht drauf eingehen will, dass ich jetzt wahrscheinlich irgendwas verliere. Und ich habe mich gegen eine neue Art von Gegner durchgewrungen. Und zwar gibt es jetzt diese dicken, großen Gegner, auch in Blau. Und die haben diese komischen Homing Attacks, also diese solche Geschosse, die euch immer irgendwie treffen. Aber der ist jetzt wahrscheinlich allein. Und das werde ich aus... Naja, klar. Wenn ich Glück habe, lässt er mich in Ruhe. Wenn ich Glück habe, lässt er mich in Ruhe. Wenn ich Glück habe, lässt er mich in Ruhe. Wenn ich Glück habe, lässt er mich in Ruhe. Okay, der macht noch nichts. Okay, ich habe noch Glück. Ich habe noch Glück. Alles klar. So, das waren jetzt aber auch alle von denen, oder? Nein, nicht den Raben. Au, au, au. Okay, nochmal. Aufladen. Wow, wow. Wow. Ach nee, schon wieder den. Oh Mann, wieder dieser blöde Rabe. Der ist momentan echt im Weg. Und zack. Und wieder, ja, sag ich doch, Homing Missiles. So, da kann ich mich wieder um dich kümmern, Freunde. Und zack, wow, jetzt macht ihr wieder den Move. Und zack, nimm den, wow, au. Okay, da habe ich noch nicht getroffen. Wo ist denn unser Pummelchen jetzt? Wow. Ja klar, mach doch den Move, wenn ich den mache. Der will da wirklich wissen. Mal schnell weg hier. Okay, du machst den Angriff nach da. Ich lauf dahin. Triff den. Und ich mach dir weiterhin Schaden. Und ja, schnell weg hier. Okay, jetzt kann ich mit dir auch irgendwie besser klarkommen. Und triff den. Und zack, und er lebt immer noch. Und ich triff wieder den. Und der ist down. Alter, die Kreuzklinge, die tut echt das, was sie soll. Ich bin so stolz auf die Waffe. Die erleichtert mir das so ungemein, das glaubt ihr mir nicht. Ihr habt ja gesehen, als ich gegen die andere Sorte von Gegnern, also die noch nicht so blau war, die haben mich ja auch so schon fertig gemacht. Ich glaube, darunter kann ich doch, oder? Ja, ich. Vielleicht ist da ja noch was. Wie gesagt. Ah ja, okay, Krieg kann schwimmen. Da ist doch wahrscheinlich irgendwas. Oh, oh. Da ist doch etwas, was gerade sagt, das hättest du nicht machen sollen. Ich höre es an der Musik. Ich höre es an dem Atem. Ich will dahin. Und ich will das Geld. Ach Gott, ey. Aber ich habe ja die Kreuzklinge. Und notfalls noch ein paar Kerne. Wow, Alter, ich dachte, da gefällt gerade was. Wow. Au! Gibt's hier gerade Fische? Elektrische Fische, die wehtun? Ich habe gerade irgendwie einen Elektroschock gekriegt. Ja, ich habe das Gefühl, da unten ist irgendwas. Ihr da unten. Aber euch kann ich doch. Ich kann euch fertig machen. An Land habt ihr nichts zu sagen. Und nochmal. Die Kreuzklinge tut, was sie soll. Boah, schnell weg hier. Okay. Ich kenne ja auch nicht. Wo bist du denn? Da bist du. Und tschüss. Noch einer. Die kommen ja immer wieder. Geldspender. Ich meine, wenn die wirklich wollen. Ist halt der Problem, nicht mein. Die Musik hat aufgehört. Okay, wir können uns doch mal in Ruhe umsehen. Okay, was war tauchen? Das war's nicht. Okay, wir können auch so kämpfen. Genau, Kreis war tauchen.
Unter Wasser sieht die Grafik irgendwie arm aus, um es mal so zu sagen. Keine Ahnung, so besonders sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Entweder das oder ich habe mein Spiel zu hell eingestellt. Okay. Ich finde es auch gut, dass Krieg nach oben. Nach oben Krieg. Nach oben! Nicht gegen die Wand. Ich will hier raus. Ach, machen wir es eben per X. Ja, ja. Ich hänge schon wieder fest. Ich wollte gerade sagen, ist das nur 2D? Ja, ich will jetzt nicht an der Grafik rummeckern, aber... Ich weiß nicht, unter Wasser fehlt irgendwie das Flair. Ich hoffe, im zweiten Teil geht das irgendwie besser. So, mal sehen, wo sind wir denn jetzt? Ach, was haben wir denn hier? Wieder einer dieser Wächter, aber da will ich noch nicht hin. Ich will mich hier noch weiter umsehen. Aber sollte mich aber nicht wundern, wenn wir wieder irgendwelche Schattenspielchen spielen sollten. Oder müssen. So, was ist denn hier drin? Eine Horde von Gegnern. Das soll mir aber egal sein. Denn ich habe ein großes Schwert. Ein großes, mächtiges Schwert, das mich mit jedem Schlag etwas weiter aufdrückt. Wenn auch nur minimal. Und ich habe Zorn... Au! Ich habe Zornkerne und die tun auch weh. So. Musik geht aus. Genau, das heißt, wir sind hier fertig. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts, aber vielleicht geht's hier irgendwo rein. Also, dass man hier hingelangt. Von oben war ja eine Öffnung. Vielleicht kann man... Wenn man irgendwo oben ankommt, vielleicht kann man das ja... irgendwie von da rein. Und da hinten ist auch Land. Darf ich mal gucken, was wir hier finden. Ich bin momentan wieder auf Erkundungstour. Und noch mehr von diesen Dingern. Soll mir recht sein. Oh ja. Bleib du mit deinen Freunden fern. Und ihr auch. Bleibt mir von der Pelle. Das ist gesünder für euch. Wow. Und weg. Ja, ich wünschte, der Dash wäre auch sowas wie ein richtiger Angriff. Denn das wäre noch richtig effektiver gewesen. Und zack und zack. Wo ist er denn? Ach, der ist weg. Okay. Aber hier ist auch nichts. Was soll der Dreck? Hier ist überall was mit offenen Stellen, wo was hätte sein können, aber hier ist überhaupt nichts. Das ist doch einfach nur Scheiße. Tut mir leid, aber jetzt ist es nun mal wahr. So. Okay, ich glaube, ich habe das Schwimmen schon etwas raus. Ich muss währenddessen immer Kreis drücken. Und währenddessen, wenn ich hochtauchen will, muss ich dann X drücken. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Und durch die Öffnung kannst du doch bestimmt schwimmen. Egal, machen wir es eben oben rum. Hier muss doch irgendwas sein. Irgendwas muss hier doch sein, da bin ich mir sicher. Im großen Wasser ist immer irgendetwas. Also warum sollte hier nichts sein? Nein, nach unten. Ich will nach unten. Hier muss doch irgendwas sein. Und wenn nicht, dann mache ich die Entwickler dafür verantwortlich. Aber ich will ja nicht sagen, das Spiel ist schon... Im Grunde genommen ist es eigentlich wirklich gut. Und jetzt auf den zweiten Teil, auf den freue ich mich auch schon. Aber der... Ich glaube, der wird doch erst von mir kommen, wenn ich den ersten Teil durch habe. Und ich bin momentan nicht weit, also wird das wahrscheinlich... Wow, wow, wow! Ihr schon wieder! Schneller Land, wo war hier das Land? Ich will Land. Wo war denn Land? Da war Land. Okay, folgen die mir? Das würde mir so einiges ersparen. Nein, tun sie nicht. Das heißt, ich muss in weiterer Angst leben, dass der mich verfolgt. Aber egal. Ich habe ein Schwert, ich kann ihm wehtun. Es ist ja nicht so, dass der Fisch unbesiegbar wäre. Ihr habt ja gesehen.
Und zack, zack. Zack, da war nur noch einer. Oder nicht? Doch, da bist du. Hallo, mein Freund. Heute wirst du niemanden elektrisieren. Scheint doch sowas wie ein Aal zu sein. Aber egal. Der ist Geschichte. Und wir können weiter in Ruhe erkunden. Da unten ist auch nichts. Das ist doch echt zum Haare auswachsen. Großes Wasser. Aber hier ist überhaupt nichts. Zum Glück kann Krieg auch lange die Luft anhalten. Mal durch die Fenster gucken. Bringt überhaupt nichts. Ach, entweder ich verguck mich einfach nur oder hier ist einfach überhaupt nichts. Da ist nur ein Fenster, okay. Okay, Erkundungstour fehlgeschlagen. Ich will mal wissen, wo ging's hier noch wieder ans Land? Kann ja sein, dass es hier noch eine dritte Landöffnung gibt. Und dann ist da vielleicht ja noch irgendwas. Obwohl, ich habe die Häuser ja nicht von... Moment mal. Was ist das? Okay, ich hoffe, ich renne jetzt nicht in irgendwas Falsches rein. Okay, ich habe irgendwas gemacht und es ist hinter mir her. Oder auch nicht. Okay, ich habe irgendwas aktiviert. Bleibt nur noch die Frage zu klären, was. Ich will erstmal dahin. Und dann will ich mich hier noch etwas in den Häusern hier oben umsehen. Kann ja sein, dass hier so einige Schätze auf mich warten, oder auch nicht. Und da hinten ist schon wieder das Eis, aber ich habe das Item dazu noch nicht. Und so viel kann ich mir überhaupt nicht merken. Da geht's runter. Ich frag mich, Ach so, dann komme ich wieder hier hin. Okay, zurück, zurück. Kommando zurück. Da war, glaube ich, das Land, wo es, in den Tunnel ging. Genau. Von wo bin ich jetzt gekommen? Ach, verdammt. Bin ich irgendwie irgendwo reingesprungen? Ich weiß es ehrlich gesagt schon wieder gar nicht mehr. Da oben ist auf jeden Fall Eis. Da hinten ist irgendwas. Nehme ich mal an. Wow, wow. Wow, immer schon durchkämpfen, durchkämpfen. Wenn ich Glück habe, erwische ich die Viecher. Und zack, war ja noch jemand. Nein, ich glaube, das waren alle. Nach oben, nach oben, nach oben. Oder warte. Okay, da folgt mir nicht. Das heißt, das waren alle. Oho, was haben wir denn da? Ein Artefakt. Wieder ein Soldat. Okay, der bringt 500 ein. Aber damit komme ich eigentlich schon ziemlich weit. Okay, dann hat sich das Wassersuchen ja doch gelohnt. Dann will ich aber noch mal kurz wissen. Von wo zur Hölle kam ich? Von wo zur Hölle... Wow. Ja, von einem Stein aufgehalten. Das liebe ich so am meisten. Es sind immer die kleinen Dinge im Leben, die einen doch richtig nerven. Okay, ich soll da hinten hin, aber... Nee, da ging es auch nicht weiter. Okay, wo ist das denn gewesen? Verdammt, ich weiß echt nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Oh, was? Was haben wir denn hier? Oh, wow, wow, was bist du denn? Schnell weg, schnell weg. Aber, mach doch mal so. Christine.
Wird das Ding immer kleiner, aber okay, der ist auch nicht unblockbar. Ja. Ach man, man geht dann endlich down. Nein, wo ist er denn jetzt schon wieder? Achso, okay, der ist schon soweit. Und weg mit dir, irgend so eine Schlangenkreatur. Beschwör deine Schlangen bitte woanders. Ich habe keine Zeit für dich.